Hallihallo, meine steinigen Clownies, und herzlich willkommen zurück bei den Zwergen. Wir wollen die anderen Zwerge alle retten, deswegen bewegen wir uns erstmal nach da unten. Weil, ja, interessiert mich schon, ob das wirklich da noch ein Lager ist, wo wir andere Zwerge befreien können. Also Geralda kann den ganzen Tag über kaum Schritt halten, und als du sie wanken siehst, gibst du früher als sonst den Befehl, das Nachtlager aufzuschlagen. Alles in Ordnung mit dir? Die Zwergin sieht krank aus. Und da ihr das wohl klar ist, versucht sie es erst gar nicht mit Ausreden. Der Trank. Er ist leer. Ich brauche den Trank. Sie schaut dich flehend an, so als ob du ihr helfen könntest. Über die nächsten Tage verschlechtert sich Geraldas Zustand zunehmend. Sie beginnt zu zittern, und mehr als einmal erwischst du sie dabei, wie sie in sich hineinmurmelt und verstohlene Blicke in Richtung Andokai wirft. Die Maga behauptet, sie wisse nicht, um was für einen Trank es sich gehandelt habe und warum Geralda ihn brauche. Du glaubst ihr, doch dir fällt auch auf, dass Andokai sich nicht gerade um die Lösung des Problems bemüht. Okay. Bewegen wir uns alle mal dahin? Ihr erreicht den Ort, der auf der Karte der Orks eingezeichnet war, und bei dem Anblick, der sich euch bietet, gibt es keinen Zweifel. Hier haben die Allbär ihre Experimente gemacht. Okay. Dann schauen wir einfach mal uns den Ort des Geschehens an. Je größer die Freundschaft zwischen zwei Charakteren, desto höher die Chance, dass auch der Freund AP bekommt, wenn man selber welche erhält. Wir sind eigentlich mit allen bis jetzt gut gestellt, also alle kriegen bis jetzt gut AP bei uns. Außer der eine Zwerg, den ich überhaupt nicht leiden kann. Oh, dieses Brummen wieder, ne? Dieses Brummen! Ich werde gleich mal dann spiel es halt ein bisschen leiser machen. Das fällt mir auch übelst auf, dass der übelst laut ist. Sehr laut sogar. Zwerge! Oh, ich bin froh, endlich wieder Angehörige meines Volkes zu sehen. Ich bin froh, überhaupt jemanden zu sehen, der mich nicht töten will. Wir sind hier, um dich zu retten. Wir haben gehört, dass Alba an Zwergen experimentieren. Wo sind die anderen? Sie. Ich bin der Letzte. Mich gibt es auch noch. Du! Du bist also entkommen. Ich hätte es mir denken können. Du bist der Erste, der ins Reich der Fünften aufgebrochen ist, um das Schwert Sternenbeißer zu finden, oder? Das stimmt. Kastor Grobklinge ist der Name. Aber woher weißt du das? Wir haben deine Aufzeichnungen im Güldenbrunnen gefunden. Wir hatten gehofft, dich lebend zu finden. Danke. Ich hatte gehofft, jemand würde meine Aufzeichnungen finden. Im schlimmsten Fall, dass ich... Nun ja, ich hatte Erfolg. Ich habe das Schwert gefunden und war schon auf dem Rückweg aus dem Reich der Fünften, als mich die Allbär überrascht haben. Sie kamen in der Nacht und ich hatte keine Möglichkeit, mich auch nur zu wehren. Am nächsten Morgen wachte ich in diesem Käfig auf. Sie wollten mit mir dasselbe anstellen wie mit ihr. Kastor nickt in Geraldas Richtung. Aber dazu kam es nicht mehr. Du und Geralda, ihr kennt euch? Sie war schon hier, als ich ankam. Die Albe haben Experimente mit ihr gemacht. Sie haben ihr eine Tinktur aus einem Apparat eingeflößt und danach schien es, als sei sie eine Puppe. Sie musste ihnen gehorchen. Sie bildeten sie in Kämpfen aus und sie konnte Albe-Magie wirken. Ich schwöre es. Aber beim letzten Mal war etwas anders. Sie kämpfte gegen die Befehle der Albe an, köpfte schließlich einen von ihnen. Sie ließ mich und die anderen Gefangenen frei und lief im Chaos davon. Die Albe haben uns alle wieder gefangen genommen, nur sie nicht. Wo sind die Albe? Ach, vergiss die Frage. Warum frage ich überhaupt? Ich würde jetzt gern mal... Pass mal auf. Wir machen mal kurz hier rein. Den rein. Ne, den. Den und die rein. Und nehmen die beiden Mädels mal mit. Und wir gucken uns mal kurz einfach das an. Tunki mal kurz durchswitchen. Die hat zwei Fähigkeiten. Die hat auch Fähigkeiten. Gut, wir starten einfach mal den Kampf. Die hat auch Zombies mitgebracht. Das war alles? Haben wir Zombies hier mitgebracht, hä? Und weiter! Wie bitte? Wohl gekämpft und doch verloren!
weh. Er hat sich ja kaum gewehrt. Erledigt. Ein gutes Training. Fuck. Albe ist in sein Korn gerade. Und oh, ich buffe hier erstmal alle, ey, meine Freunde. Dein Tod heißt Geralda. Scheiße, da ist er wieder. Das geht noch nicht. Kann er sich mal entscheiden? Space V, ey. Das Vieh, Alter. Und weiter! Komm, weiter drauf, das Ding. Geralda, steh auf. Okay. Irgendwo sind noch Gegner. Das ist so eine Verdammnisnachtmeere. Zombies. Und zack. Und die Waffen. Ja. Ach, scheiße. Dein Tod heißt Geralda. Was gibt's? Okay. Ja? Wohl gekämpft und doch verloren. So. Ja? Solche Kreaturen. Alter. Dein Tod heißt Geralda. Das Komm, war macht alles? Die Viecher. Macht's alle fertig, die Bissviecher. Abscheuliche Kreatur! Da kommen noch welche. Er hat sich ja kaum gewehrt. Ja, ja. Die Feuer! Wo ist der Nächste? Ich hatte gehofft, nach Grünhain nie wieder einen Nachtmahr zu sehen. Zum Glück waren es zwei. Sehen wir uns um. Vielleicht gibt es noch mehr Überlebende oder wir finden etwas über den Trank heraus, den Geralda braucht. Sehr schön. Befreier. So. Jetzt können wir eigentlich... Sehr gut. Besser geht's nicht. Okay. Schauen wir uns ein bisschen um. Hier ist erstmal keiner. Es sind zig Untote. Aber kein Überlebender, soweit ich sehe. Auch ohne dich mit diesen Dingen auszukennen, erkennst du ein Labor. Ähnlich derer, die du in Lodionans Stollen gesehen hast. Nur scheint dieses Labor transportabel zu sein, sodass man es auf Reisen mitnehmen kann. Die Behälter sind mit Blut gefüllt, aber es wirkt dünner und riecht süßlicher, als es sollte. Vermutlich haben die Albe etwas damit gemacht. Entweder für ihre Tränke oder um es als Farbe zu benutzen. Okay.
Der Alb wurde geköpft. Er ist tot und selbst das tote Land wird ihn nicht dazu bringen, wieder aufzuerstehen. Das ist er. Ich erinnere mich wieder. Er zwang mich dazu, einen neuen Trank zu trinken. Und dann, daher bekam ich meine Kräfte. Ich tötete ihn und lief davon. Beim genaueren Hinsehen erkennst du in der Hand des Alps einen kleinen, zusammengerollten Zettel. Ein Rezept. Wenn ich raten müsste, vermutlich für Geraldas Trank. Okay. Du kannst mit den vielen Gerätschaften und Zutaten nichts anfangen. Aber für Andokai als erfahrene Maga und Alchemistin sollte es ein leichtes sein, Geraldas Trank zu brauen. Okay, alles klar. Gibt das mal lecker Suppchen. Ihr wollt die Nacht nicht inmitten der Toten verbringen und schlagt euer Nachtlager ein Stückchen entfernt auf. Zusammen mit Andokai und Namora entzifferst du das Rezept für Geraldas Trank. Alles in allem sind die Gerätschaften und der Prozess nicht schwer zu verstehen, wenn auch etwas fremd. Und die Zutaten sind selbst für mich gewöhnungsbedürftig. Dieses schwarze Wasser und Elbenblut unter anderem. Das ist es, was Geralda ihre Kräfte gibt. Andokai nickt. Das gibt ihr ihre Kräfte und macht sie gefährlich. Was wird sie tun, wenn der Trank aufgebraucht ist und sie vom Durst in den Wahnsinn getrieben wird? Sie könnte mich dazu zwingen, ihr mehr und mehr von dem Trank zu brauen und das dazu nötige Elbenblut zu beschaffen. Andokais Augen durchbohren dich. Ich kann ein Gift mischen, das genauso aussieht wie ihr Trank. Sie vertraut dir, Tungdil. Wenn du es ihr gibst, wird sie es trinken. Und wir würden eine unkontrollierbare Gefahr vom geborgenen Land fernhalten. Das ist immer noch Mord, egal was für eine große Gefahr von ihr ausgehen mag. Sie hat sich ihre Kräfte nicht ausgesucht und verdient es zu leben. Andokai schüttelt enttäuscht den Kopf, beginnt zu deiner Überraschung aber ohne ein weiteres Wort mit der Arbeit. Nach 2 Stunden kommt Andokai zu dir und hält dir 2 Fiolen hin, die genauso aussehen wie Geraldas. Ich bleibe bei meiner Meinung, Tungdil. Erkenne, wie groß die Gefahr ist. Die linke Fiole ist der Trank, in der rechten ist das Gift. Andokai drückt dir beide Fiolen in die Hand. Entscheide weise. Bevor du etwas sagen kannst, hat sie sich bereits weggedreht und marschiert schnellen Schrittes zu Jerun. Tungdil, ist der Trank endlich fertig? Dir gelingt es gerade noch, die Fiolen vor Geralda zu verbergen. Ja, hier ist der Trank. Du gibst Geralda den echten Trank und sie nimmt gierig einige große Schlucke. Danke, Tungdil. Was würde ich nur ohne dich? Oh, was ist das? Es brennt! Du hast mich vergiftet? Du starrst auf die 2. Fiole in deiner Hand, dann auf das schmerzverzerrte Gesicht der Zwergin. Mit einem letzten schmerzerfüllten Schrei bricht Geralda vor dir zusammen. Als die anderen herbeigeeilt kommen, stehst du noch immer starr vor Schock da. Sie ist tot. Bring sie weg. Ohne sich um die Proteste der anderen zu kümmern, folgt Jerun ihrem Befehl. Andokai nimmt dich an der Schulter und zerrt dich ein Stück weg. Du hast ihr also den Trank gegeben. Das dachte ich mir. Ihr habt sie vertauscht. Wie konntet ihr? Du fühlst dich betrogen und Wut steigt in dir auf. Pass auf, mit wem du sprichst, Tungdil Goldhand. Wir reisen zusammen, aber ich bin immer noch eine der 6. Ich habe lange Jahre über mein Reich geherrscht und viele schwere Entscheidungen getroffen. Diese gehörte nicht dazu. Sie war das Produkt albischer Experimente und hätte zu einer ebenso großen Gefahr fürs geborgene Land werden können wie Not-On. Aber vielleicht hätten wir... Wir hätten... Du glaubst, im Gesicht der Maga Bedauern zu erkennen. Doch ohne ein weiteres Wort lässt sie dich stehen. Zum ersten Mal seit langem fühlst du dich wie der dumme, naive Schmied, der vor Ewigkeiten den behaglichen Stollen in Ionanda verlassen hat. Das finde ich jetzt scheiße. Aber... Gut, was willst du machen? Kannst echt leider nichts machen, ne? Es ist kacke jetzt, echt. Ich hab die gemocht.
das ist echt scheiße. Diese blöde Andokai, Alter. Deswegen nehme ich die auch gerne nicht mehr in Kampf mit, Alter. Ohne Witz, ich kann die nicht leiden. Die war schon immer so. So eine richtige eingebildete Kuh. Bei Einbruch der Nacht findet ihr euch auf einer heißen, mit spitzen Felsen übersäten Bergflanke wieder. Ihr würdet so ziemlich jeden anderen Ort für ein Nachtlager bevorzugen, aber es ist zu dunkel, um noch weiterzugehen. Mitten in der Nacht wirst du von Boindil geweckt. Gelehrter, riechst du das nicht? Es sind Orks in der Nähe. Du atmest tief ein, aber außer dem allgegenwärtigen Schwefelgeruch dieser Gegend riechst du nichts. Dafür siehst du Bewegungen in den Schatten und bist sofort hellwach. Oh, hat man nicht mal jetzt Ruhe vor den Orks, Alter. Hätte gern ein paar Sekunden Ruhe gehabt vor den Viechern, aber nein. So, ich will die gar nicht dabei haben, die Alte. Ich mag die nicht. Wen habe ich denn dabei? Mich. Pass mal auf, dann nehmen wir, glaube ich, nochmal. Sie? Ja, sie. Ein gutes Training! Macht sie fertig. Komm, macht sie fertig, Leute. Aus Maul! Geht gleich weiter. Einen kleinen Augenblick noch. Geht gleich weiter. Oh, zack. Was? Ja. Ja. Gute Nacht. Sie muss mal kurz weg. Okay, jetzt wird mir das doch zu viel. Ich muss mal kurz Tungi auch heilen. Moment, Geduld. Der Mama auf ist viel. Was geht? Ich muss mal kurz weg mit dir. Erledigt. Lass mal kurz da stehen und lass mal heilen. Du sollst dich heilen, Mädel. Einen Moment noch. Wo ist der Nächste? Los. Abscheuliche Kreatur. Kurz weg da. Sofort klar. Fach mich mal fix. Zack, down. Gute Nacht. Jawohl. Zack. Wo ist der Nächste? Komm. Gut, geh mal hier weg jetzt hier ein bisschen. Du müsstest ja eigentlich zu uns kommen. Weil sie sind ja die Angreifer, nicht wir. Gut, ja, ja. Guter Mann! Da oben war Hutze. Ja, ja. Gerne dabei! Gut, ja, ja. Guter Mann! Ja, ja. Zack! Zack! Ja.
Und auch hinüber. Abscheuliche Kreatur! Ganz klar! Ja. Also hier geht's schon mal nirgendwo lang. Wir haben noch 35 Gegner, die uns fehlen. Also 15 Gegner fehlen uns noch. Wo sind die? Hier sind keine. Da sind mal welche. Da sind die restlichen. Los geht's. Komm, rushen. Abscheuliche Kreatur. Und weiter. Hat sich ein Raumgewehr. Abscheuliche Kreatur. Zurück. Schnell und leise. Endlich, ey. Gott sei Dank. Tungil hat gerade übelst aufs Maul gekriegt die ganze Zeit. Nach dem Kampf hast du endlich Zeit, Luft zu holen. Du schaust der Reihe nach zu den anderen, ob es allen gut geht. Bavragor wirkt wie weggetreten und schwankt mit jedem Schritt, den er macht. Bavragor! Alles in Ordnung? Quälend langsam wendet er dir den Kopf zu. Blut läuft aus seinem Mund an seinem Bart hinab. Ich habe einen Fehler gemacht. Alle Kraft weicht aus seinem Körper und er fällt vornüber. Aus seinem Rücken ragt ein Pfeil. Andokai, Bavragor wurde getroffen. Du eilst sofort zu ihm. Balindis neben dir nimmt seine Hand. Zu spät. Der Pfeil war vergiftet. Ich spüre es. Ich hatte eh nicht vor, ins Reich der Zweiten zurückzukehren. Aber eigentlich wollte ich wenigstens meine Aufgabe erfüllen, um ruhmreich zu sterben. Du wirst nicht sterben, Bavragor. Andokai, kannst du nicht... Du drehst dich zur Maga um. Doch ein Blick in ihr Gesicht nimmt dir jede Hoffnung. Kaum merklich schüttelt sie den Kopf. Wir sind auf dem Totenland, nicht wahr? Lasst mich sterben. Dann kann ich wenigstens meine Aufgabe erfüllen. Mein Trotz wird stärker sein als das Verlangen, Böses zu tun. Bevor du widersprechen kannst, legt Boindil dir eine Hand auf die Schulter. Du weißt selbst, wie stur wir sind, Gelehrter. Wir sollten ihm seinen Wunsch lassen. Wenn er sich auf uns stürzen will, dann erledige ich ihn selbst. Auch du hast davon gehört, dass getötete Zwerge auf Expeditionen ins Tote Land dem Blutrausch für einige Tage die Stirn bieten konnten. Doch du willst einen besseren Weg finden, willst... Du willst... Bavragors Atmung wird immer flacher, bis sie schließlich komplett aussetzt. Während Balindis noch neben dir schluchzt, erhebt der Steinmetz sich plötzlich. Sein Gesicht ist blass und seine Augen wirken abwesend. Nichts passiert, von dem ich mich aufhalten lassen würde. Ich sagte doch, mein Trotz ist stärker. Keiner von euch weiß wirklich, was er sagen soll. Und schließlich treibt Bavragor euch dazu an, den Weg fortzusetzen. Du siehst dem Steinmetz seinen inneren Kampf an und weißt nicht, wie lange er ihm standhalten kann. Mit einem mulmigen Gefühl setzt ihr euren Weg fort. Alter Schwede. Jetzt haben wir einen Zombie.
Das ist echt krass. Okay. Dann weiter zwar zur Festung hat der Fünften. Beteuert, dass alles in Ordnung ist. Aber seit er zurückgekommen ist, hält er sich abseits vom Rest der Gruppe. Während eurer Wanderung beschließt du, ihn anzusprechen. Geht es dir wirklich gut? Ich fühle nichts, Tungdil. Ich spüre meinen Körper nicht mehr und mein Kopf ist merkwürdig leer. Ich hasse Dinge, die ich vorher liebte und Dinge, die ich hasste. Er wirft einen Blick auf Boindil. Würde ich am liebsten in Stücke reißen und verschlingen. Du hattest keine Ahnung, dass es so schlimm ist. Zum einen fühlst du einen unsagbaren Schmerz, deinen Gefährten in diesem Zustand zu sehen. Zum anderen hast du Angst, er könnte einen von euch anfallen. Und du hast es, vor Bavragor so Angst zu haben. Hey, Maga, sag deinem Handlanger, er soll auf mich aufpassen. Wenn ich Dinge tue, die ich nicht tun sollte, soll er mich aufhalten. Alle sind stehen geblieben und starren den Steinmetz an. Andokai löst sich als Erster aus der Erstarrung und nach einem Nicken folgt Jerun den Anweisungen und weicht von da an nicht mehr von Bavragors Seite. Alter Schwede. Endlich okay. Erreicht ihr den Ort, an dem die Feuerklinge Form annehmen wird. Die Festung der Fünften mit der heißesten Esse im geborgenen Land. Drachenbrodem. Hier hat das Böse zum ersten Mal das geborgene Land betreten. Eine Schande für die Zwerge, die von Vrakas die Aufgabe bekommen hatten, es zu beschützen. Seitdem hat sich das tote Land ausgebreitet. Albae und Orks sind eingedrungen und die Elfen wurden fast ausgerottet. Aber ihr habt beschlossen, dem Bösen keinen weiteren Meter zu schenken. Ihr werdet die Feuerklinge schmieden und Nord-On aufhalten. Oder ihr werdet bei dem Versuch sterben. Entschlossen betretet ihr die alte Festung. Eieiei, jetzt haben wir auch noch einen Zombie dabei. Geil. Ich fühle mich so richtig stolz mit einem Zombie an meiner Seite. Hört man den Sarkasmus in mir raus? Das ist echt krass. Hab nicht so wirklich Bock auf einen Zombie eigentlich in meinen Reihen. Aber okay, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Wir warten einfach mal ab. Die Fünften wussten wirklich, wie man Festungen baut. Und wir sind vermutlich seit 1000 Zyklen die ersten Zwerge, die diese Hallen betreten. Kommt nur her, ihr Scheusale! Ich mag der Letzte sein. Doch ich nehme sicher noch 4 Dutzend von euch mit in den Tod. Ganduga, haltet aus, mein König! Oh, das überrascht mich. Steckt doch etwas Mut in dem Gemmschleiferlein. Kommt, lasst uns Ganduga helfen. Kann der Zombie irgendwas Besonderes? Der kann komische Sachen. Ich möchte Ganduga nicht. Ich würde mal gerne den Zombie ausprobieren. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe davor, aber wir probieren mal den Zombie aus. Ja, bitte? Stirb endlich! Zu mir! Ich brauche Unterstützung! Ich komm nicht durch! Wir kommen nicht durch! Mein Leben für Vrakas. Ist euch wahr? Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr.
Also den Zombie brauchen wir schon mal nicht mitnehmen, der kann nix. Er bringt uns die Albin mehr. Also den lassen wir mal weg, den Zombie. Und nehmen unsere Albin wieder mit. So. Los geht's. Kopf, 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 Mädels. Vielleicht ist es dann besser. Das geht ja nicht. Was Schlimmes? Abscheuliche Kreatur. Ja? Zu mir! Ich brauche Unterstützung! Ja, wir kommen schon durch. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Das geborene Land ist unser. Ja, lass mich durch, ey. Fickvieh, ja. Möcht meinen Tod. Das ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Besten wir rushen gleich komplett durch. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Ich glaube, so machen wir das jetzt auch. Wir rushen gleich komplett durch. Durch da! Buff! Kommt alle her! Einen Moment Geduld. Das geht noch nicht. Stirb endlich. Ich schaffe es nicht alleine. Ja, wir sind damit hier. Einen Moment Geduld. Das ist ein Ende. Und weiter. Okay, jetzt wird mir das doch zu viel. Ja. Das geborgene Land ist unser. Oh Gott, wir müssen mal kurz mit dem Mädel raus hier. Schnell! So, Dunkel kriegt auch ausbauen. Feinde! Was? Gamora auch? Was ist das endlich? Erledigt. Ja? Was soll ich tun? Das ist ein Ende. Gute Nacht. Ja? Und weiter. Ja? So, halt ihr euch erstmal. Das geht noch nicht. Der steht nicht echt da rum jetzt, oder? Was ist das endlich? Der steht da echt rum jetzt. Ja, bitte? Was Schlimmes? Ja? Ja? Das ist alles eure Schuld. Ja, bitte? Was? Der steht nicht echt da rum jetzt. Sein Ernst? Mein König, ihr lebt! Tungdil, ich hätte nicht gedacht, dass ich so froh sein würde, dich wiederzusehen. Euch scheint es besser ergangen zu sein als uns. Was ist euch widerfahren? Wo sind die anderen? Tot. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Deine Gelehrtenzunge verweigert ihren Dienst. Du denkst daran, dass du es warst, der diese Leute ins Verderben schickte. In Gandogars Miene siehst du keinen Vorwurf, nur Trauer und Entschlossenheit. Jetzt, wo ihr hier seid, habe ich die Hoffnung, dass ihr Opfer nicht umsonst gewesen sein wird. In knappen Worten berichtest du, was euch alles auf eurem Weg ins Reich der Fünften widerfahren ist. Gandogar hört schweigend zu und nickt ab und zu. Ihr habt euch wacker geschlagen. Du scheinst ein besserer Anführer zu sein, als ich erwartet hatte, Tungdil Goldhand. Ich weiß nicht. Die halbe Zeit habe ich geraten, was wir als nächstes tun sollen. Es ist unser Los, unbekannte Wege zu gehen. Anführer machen einen Schritt nach dem anderen. Sie bleiben niemals stehen. Und wenn du zurückblickst und dich fragst, was wäre wenn, wirst du nie wieder den Mut für einen weiteren Schritt aufbringen. Wir müssen zur Schmelze gelangen.
Vergessen wir unseren Wettstreit und arbeiten wir zusammen. Ganz deiner Meinung. Wir haben die Ausbreitung des Toten Landes gesehen und die Scheusale Tions wollten uns von diesem Ort fernhalten. Vielleicht ist an deiner Geschichte mit der Feuerklinge etwas dran. Du straffst deine Schultern und stärkst den Griff um deine Waffe. Finden wir es heraus. Nicht so schnell, Unterirdische! Du willst uns aufhalten, kleiner Mann? Wir haben uns auch von größeren Armeen nicht aufhalten lassen. Ein böses Grinsen huscht über das Antlitz des Famulus. Oh, ich weiß. Aber wie wäre es hiermit? Endlich eine richtige Herausforderung. Ihr lasst alle die Finger von dem, verstanden? Ich glaube, es hakt. Jetzt machen wir den nächsten Part. Wir sehen uns an dem nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.